Vielleicht sollten wir es in dem Spiel dann auch, wenn wir noch ein paar mehr Leute dafür begeistern könnten, was ich wirklich sehr schön fände. Ja, das wäre gut. Weil es halt MMORPG und MMORPG mit Gilde macht mehr Spaß als alleine oder zu zweit. Das stimmt. Vielleicht sollte man das dann auch ein bisschen aufteilen, dass sich irgendwie ein Grüppchen bildet, was dann losrennt und Gegner klatscht und Rohstoffe holt, ein paar Leute farmen, ein paar Leute bauen die Basis aus. Das muss man dann machen. Man kann sich halt alles spezialisieren, man braucht dann die Spezialisten halt auch. Es kommt mir auch alles sehr, sehr langwierig vor, weil wie diese Pfeiler, die ich jetzt hier an die Ecke gesetzt habe, davon musst du jeden einzeln craften, zu der Stelle laufen, wo der hin soll, setzen, zurücklaufen. Okay, das hört sich sehr... Das ist... langwierig an, ja. Es wäre halt schöner, wenn du zwei so Dinger setzt, irgendwie als Rahmenpunkte gegenüberliegend diagonal und dann macht ihr den Rest davon alleine direkt drumrum oder so, das wäre schön. Das kann natürlich sein, ja. Aber das macht er leider nicht. Ich habe mein Fenster so weit offen, dass mir kalt wird, okay. So, jetzt muss man schauen hier. Sehr gut, das funktioniert. Weil du kannst sogar, wenn du auf die Perks gehst, siehst du, was du unten noch alles freischalten kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Hammer gehst, dann hast du unten Advanced Items. Copper Hammer, Copper Great Hammer, Copper Warhammer, Copper Great Warhammer, Copper Mace. Ja, das ist cool. Ach, guck mal. Du kannst das sogar blockieren, dass das nicht mehr weiter steigt. Ja, ja klar, das ist wie bei Ultima Online. Das kenne ich auch von Ultima Online noch. Da konntest du auch die gar blockieren dann, um deine ganzen Punkte zu vergeben. Und du kannst auch wieder sinken lassen normalerweise. Ja, also the level down this mastery only when another mastery levels up. Ja, sowas, genau. Das ist cool, das ist echt cool. Das heißt, du kannst dann auch zwischendurch dich umswitchen halt, je nachdem, was du machst. Ja, aber mit Zeitaufwand verbunden. Ja, halt, natürlich, ne? Mit Zeitaufwand, aber das ist halt wie Ultima Online vom Skillsystem her. Das ist mir sehr sympathisch. Ich habe Ultima Online leider nie gespielt. Ich hab's 10 Jahre lang gesuchtet. Das ist gut, wenn das so ähnlich ist, dann wirst du hier wahrscheinlich ein bisschen schneller reinfinden. Das ist doch gut. Das ist doch herrlich. Also mir gefällt es total gut. Ich bin ein bisschen verliebt in das Spiel jetzt. Ich auch, durchaus. Eigentlich möchte ich den Dagger gar nicht haben. Ich möchte erstmal bei den Hämmern bleiben. Weil am liebsten hätte ich eine Axt. Ich habe eine Axt. Wo ist die her? Die habe ich gefunden bei so einem Seemann, aber die können wir ja gleich auch craften hier. Ja, weil ich kann nämlich. Wooden Hammer kann ich hier machen. In dem Ding kann ich machen. Eine Zinnhandaxt, ja genau. Die hätte ich doch dann tatsächlich. Kann ich dir gleich eine bauen? Das Shred kann ich doch nicht mehr. Ich habe schon mal Dings hier Creeper Stems wieder reingelegt. Ich hab schon okay. Den brauchst du für den Durable Strap. Toll, ich finde hier nur Salz, ey. Ich will Erde haben. Nur Salz. Und weiter graben. So, dann setze ich Daggers jetzt wieder auf Runterleveln. Weil die will ich ja nicht. Ja. Hammers stehen auf Hochleveln. Das mache ich jetzt alles noch gar nicht. Wenn es mal soweit ist. Warte, ich will ein bisschen so auf Hammer bauen. Oh, da kommt so ein dicker Typ mit Keule. Schnell weg. Oh, das ist auch so ein dicker Typ mit Keule. Schnell weg. Böse. Ja, muss ich aber auch ein bisschen umgewöhnen hier mit dem in die Schnellleiste legen. Das muss mit Steuerung rechtsklick machen, sonst liegt er zum ins Crafting-Fenster. Ich bin schon ein paar Mal gewundert, wo meine Sachen hin sind. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen tricky so. Ein Wattwurm. Es gibt hier.
Was es nicht alles gibt hier. Für die Steuerung könnte ich mir auch eigentlich ganz angenehm auf dem Gamepad mit Xpeller vorstellen. Das stimmt, ja. Müsste ich mich mal ranmachen. Aber nicht jetzt. Jetzt erstmal Spiel genießen. Eben. Ich wollte mir doch einen verdammten Hammer bauen, Mann. Da. Was brauche ich denn für meinen Great Hammer? Raw Lumber. Drei Stück. Mach ich mal einmal Raffel. Denn nur irgendwo muss da mal normale Erde rauskommen hier. Hey, Carpentry Level 7. Langsam das Gefühl, dass Erde rare ist, ey. Das ist ja unglaublich. Guck mal, ich habe hier Warden Tree Fertilizer jetzt als nächstes Rezept für Carpentry 8 bekommen. Okay. Ich würde sagen, da ich bei Carpentry eh schon relativ hoch nehme, mache ich das Carpentry Zeug. Ja, kannst ja machen, genau. Du versuchst das Blacksmithing irgendwie. Ich will auch Landwirtschaft, wollte ich auch ein bisschen machen. Aber jetzt ist meine Schaufel kaputt. Na toll. Einen Sand habe ich bekommen. Scheiße, ist da alles nichts. Da kann ich auch irgendwie so einen Trog bauen oder so. Ja, genau. Da kannst du dann irgendwelche Sachen dort craften. Aber den baust du dann. Ah, das kann ich noch nicht machen, verdammt. Okay, ich muss noch mal die Schaufel bauen. Ich habe tatsächlich eine ganze Schaufel jetzt durchgejutschelt und habe keine Erde gefunden. Ist ja furchtbar. Hier so aussah. Mann. 300 Meter. Oh, verdammt, der Zombie klopft mich gerade um. Ja, die sind eklig, die Dinger. Die sind saustark. Echt verflucht stark. Und halt echt rein wie sonst was. Jetzt wird's langsam wieder hell hier. Ist auch gut so, wobei die Nacht gerade in der Mitte ist, ne? Ja, aber es ist hier gerade ein bisschen heller geworden. Könnte aber auch daran gelegen haben, dass mein Bildschirm einfach nur heller geworden ist, weil ich mich geheilt habe, weil das Rote weggegangen ist am Rand. So. Feuerholz. Hast du immer noch kein Leder mitgebracht? Ne, ich habe kein Ledertier gefunden. Ich gleich nochmal loslaufen. Ich habe kein Ledertier gefunden. Guck, da drüben ist ein feindlicher Spieler. Sehe ich auf der Map. Echt jetzt? Ja, Resty Faction, The Adventure Company. Bounty 23 Copper. Es gibt hier nämlich auch ein PvP-System und du kannst andere Spieler killen. Aber du wirst dann auch als Player-Spieler irgendwie gemarkt. Ja, das habe ich gesehen. Da bist du nämlich Verbrecher oder sowas. Genau, bist du dann kommt auf deinen Kopf ein Bounty und wenn du dann gekillt wirst, kriegt der andere Spieler eine Belohnung dafür, dass der dich gekillt hat. Ist ja eigentlich auch witzig gemacht, ja. Ja, da musst du dir nämlich ganz gut überlegen, wo du jetzt Leute tötest. Einfach so raging durch die Gegend rennen ist, glaube ich, eher schlecht. Ja, oder du machst es halt erst recht, ich mein, wenn man so spielen will. Klar, kann man natürlich auch machen. Ich da wieder ein bisschen Platz hier, das kann auch dort rein. So, okay. Ich brauche 4 Schläge, um einen Baum zu fällen. Das ist nicht viel. Das blanke. Ich finde die Musik so voll angenehm. Ja, die ist total chillig so. Scheiße. Das Klaviergespiel ist so. Erde und Wasser, wo kriegt man denn sowas her?
Kochen, wie steigert man seinen Kochskill? Das wird mich echt mal interessieren. Kochen habe ich noch 0 EP, habe ich noch gar nichts hingekriegt beim Kochen. Ich habe ja gerade auch jede Menge gekocht, da ist auch nichts gestiegen. Ich habe auch versucht, ich habe Clams gefischt, jetzt habe ich mir die Angel gemacht. Weil du kannst ja, wenn du eine Clam hast, das Fleisch da manuell im Inventar rausholen. Ja. Es hätte ja sein können, dass das auch als Kochskill gilt schon. Ja gut, das stimmt, darüber ja. Darüber erst EP sammeln musst, aber das bringt quasi auch nichts. Okay. Also bei mir hat es gerade nichts gebracht. Was mich gerade wundert ist, ich steig die ganze Zeit auf bei Hammer und so Zeug, ne? Aha. Was sind denn diese Skills? Welche Skills? Kannst du Premium-Event-Gegenstände einlagern? Achso. Skills halt, also wenn ich auf K drücke, habe ich ja so ein paar Skills, ne? Aber da ist jetzt Hammer zum Beispiel, ist da nicht dabei. Oder übersehe ich hier gerade irgendwas? Du hast oben links in der Ecke hast du Combat und Living stehen. Ach so, Kampf habe ich nicht gesehen. Stimmt, okay, alles klar. Das macht Sinn. Das habe ich aber auch erst voll spät gesehen. Apfel aus einer Palme. Die immer mit ihren Kokosäpfeln hier. Ich finde das voll schön, dass die Dinger Setzlinge droppen, mitnehmen kannst und woanders einpflanzen. Ja, die kannst du mitnehmen? Wie nehme ich die mit? Wenn du da mit dem Cursor drüber hältst und du dann rechtsklick machst, dann kommt dieser Kreis. Okay. Und dann kannst du nach rechts ziehen und dann kannst du es aufheben. Ah, sehr geil. Das ist ja witzig, da kann man jetzt seine eigene Plantage und sowas machen. Ja, ich trage gerade so ein Setzling näher zu uns, da muss ich nicht mal so weit laufen zum Holz holen. Jupp. Du kannst dich ja halt auch in dein eigenes Gebiet dann reinsetzen, ne? Kupfer war das scheiße. Wo krieg ich jetzt Kupfer her? Mann! Das ist doch zum Kotzen. Bei Kupfer habe ich da eben, man kriegt da Metall, glaube ich, auch hier, wenn man, So, guck. Ich habe es vor dem Palmtree gesetzt hier. Ah, weißt du was hier? Wenn du die Shift-Taste gedrückt hältst, dann lädst du deinen Angriff auf. Aha. Ich hab grad so durch Zufall festgestellt. Komm mal bitte zu mir hier rüber. In die Ecke von unserer Base. Nee, ja. Und dann guck dir mal bitte die Palme hier an. Diese Palme da? Ich sag dir, das ist so eine Palme hier mit diesen goldenen Zauberbohnen. Wie meinst du? Stell dich mal hin und achte auf die Palme. Oh, die wird größer. Und wie die größer wird. Ist ja witzig. Weißt du jetzt, was ich meine? Ja. Voll lustig. Gott, das Spiel ist so niedlich. Ja, ich find's auch toll. Das ist schon schnuffig gemacht, ey. Ich crafte jetzt einfach ganz viele von diesen komischen Survey-Stake-Packs, die wir da außen rum platzieren müssen. Flugrohr, ich hab auch eine gesät. Das ist ja goldig. Ich feiere das Spiel so. Guck, es liegen hier überall diese Dinger rum. Ja. Und dann kannst du die nämlich auch hier pick up. Aber du musst jetzt von Hand einen Zaun setzen oder was? Ja. Das sind halt diese Dinger, die dein Gebiet irgendwie abschließen. Krasse Scheiße. Gut, dann spezialisiere ich mich so ein bisschen hier auf Bergbau und so Sachen, ne? Mach hier Carpentry, also Tischler-Gedönse. Okay. Dann machst du Mining und Blacksmith und Landwirtschaft und ich mach Angeln und. Genau. Gedönse. Würde ich sagen, das passt dann ganz gut. Ja, machen wir. Das ist cool. Ich nehme den ganzen Ranch hier mal mit. Ich gehe jetzt Felsen nämlich abbauen. In der Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo doch ein bisschen Erz erwische oder sowas. Da kommen gleich zwei Bobos hier angelaufen, ey. Da
warte mal, den kann ich doch eventuell. Cool, ich habe mein erstes Geld verdient. 5 Bronzemünzen. Das ist doch. Ich habe einen von den Bobos, habe ich so, ich habe 3 Messer auf Tasche irgendwie gehabt. Ja. Den habe ich jetzt so ein Messer verkauft. Das ist doch praktisch. Ich suche jetzt irgendwelche komischen Wölfe und sammle uns ein bisschen Leder. Ja, falls du Kupfer siehst, nimm Kupfer mit. Kupfererz? Ja, genau, diese Lumpen da mit dem roten. Alles klar. Da bräuchte ich nämlich. Also ich muss sagen, es war auf jeden Fall kein Fehler, das Spiel zu kaufen. Ne. Das macht echt Laune. Jo, das tut's. Ziemlich sogar. Das ist eine Axt. Ich dachte, das wäre eine Hacke. Sehe ich jetzt erst. Zinnhandaxt, Mist. Die eigentlich irgendeine Levelanzeige? Ich glaube nicht. Boah, weil der sieht böse aus. Der hat schon voll den Helm und Schild. Spieler oder was? Wo krieg ich denn nur Kupfer her, ey? Oh, for fuck's sake, der haut mich um. Das macht nichts. Bei uns an der Base sind gerade Bubus unterwegs. Ja, aber ich will ja eigentlich Leder fahren. Ach so. Weil dann kriege ich endlich die Tutorial-Quest mal weiter. Meine geht irgendwie nicht, das ist so doof. Die Tutorial-Quest, die klemmt. So. Wie viel Fleisch ist denn aus der einen Muschel jetzt da rausgekommen? Holz. So. Jetzt bräuchte ich nur noch irgendwie hier können wir. Passt gar nicht mehr. Wie doof. Geht das? Kann ich jetzt? Kann ich. Jawohl. Ich mach die beste Musik. Dam, dam, dam. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal gucken, wo könnte ich denn hier. Oben vielleicht, ne? Irgendwie. Ich mir das mal an. Muss ich doch Erde herkriegen. Kann halt sein, dass ich hier keine Erde finde. Der Soundtrack ist eigentlich auch ganz nice von dem Spiel. So, Futter mal. So ein Ding. Bin ich jetzt dort? Irgendjemand hat sich bei uns beworben. In der Gilde.
Ja, dann was denn, wo denn? Irgendein Dragemo. Sollen wir den nehmen? Keine Ahnung, ich kenne den nicht. Ja, auch nun. Bin nicht so der Freund von Randoms. Ja, lassen wir das. Vor allem bei sowas halt. Kupfer, da wächst ganz viel Kupfer. Und auf den Briefer hätte ich jetzt so am Anfang keine Lust. Ja, das stimmt, du hast recht. Du hast recht. Ja, da sind Feindlinge auch, ne? Die ich hier Kupfer mitnehmen kann. Sehr geil. Da hinten läuft der böse Resty rum. Ah, Schlange! Oh nein, die killt mich! Das gibt's doch nicht. Das sind also dumme Schlangen an. Wow. Alles voll mit den Dingern. Ich sollte einmal ins Grüne kommen und gucken, ob ich da was freischaufeln kann. Das ist auch noch dunkel. Erde, hier, ich habe Erde gefunden. Wow. Das ist mich so über Erde voll. Ich habe gerade mit dem Hammer irgendwie einen Armor Break auf den Gegner gepackt. Ja, habe ich eben auch gehabt. Habe ich auch gesehen, ja. Da kannst du irgendwie debuffen so ein bisschen. Wahrscheinlich hat ja jede Waffe auch so ihren, was weiß ich, Special-Scheißdreck da. Ja, Armor Break wird ja zu einem Hammer halt passen, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, das ist ein böser Baumensch. Was, ein böser Baumensch? Ja, so ein ganz böser Baum, der einen One-Hit-Hit. Ach so, hatten wir schon mal. Sam. Ist ja süß, ich zähme uns gerade einen Huhn, ne? Yeah! Viehzucht! Level 1, supergeil. Lol, mir hat gerade ein Moppel vorbeilaufen, bei ihm 38 Schaden reingedrückt. Na toll. So, ich habe einen Huhn, ne? Nice. Dauert jetzt halt ewig, bis ich komme und ich hoffe, dass keine Gegner kommen, weil ich jetzt sehr langsam bin. Ich habe das halt auf der Schulter. Aber ich habe einen Huhn. Und bin 500 Meter weit weg. Überall Gegnerinos, verdammt. Das Huhn sicher zu uns bekommen ist super. Wo waren denn die Kühe? Da könnte ich uns doch Kühe zähmen. Ja, genau da. Aber da vorne ist ein Zombie-Ding, Mist. Der Kater wackelt mit dem Kopf wie eine Taube. So ein bisschen, ne? Oh. Ist der lahm mit dem Huhn. Und genauso schnell bist du, wenn du so einen Holzblock zum Einpflanzen durch die Gegend trägst. Ja, das kann ich mir ja vorstellen, wenn ich so einen dicken Holzstamm rumschleppe, aber so ein Huhn wiegt doch nicht so viel wie so ein Holzstamm. Schon. Das sind dicke Hühner. Ja, das ist ein mega fettes Huhn, das hier. Nee, das legt keine dicken Eier für uns. Obwohl, wahrscheinlich brauchen wir noch ein Gehege für das Ding. Ich muss mal gleich so einen Trog dann bauen. Ich kann durch Carpentry Zäune bauen. Okay. Muss ich gleich mal gucken. Ich weiß nicht, ob man das braucht jetzt für das Huhn. Ob das sonst abhaut oder von Mobs gefressen wird oder so. Könnte natürlich passieren. Ob ich jemals wieder ankomme?
voll viele Gegner überall. Aber ich bin gar nicht mehr so weit weg. Das macht schon Spaß, das Spiel. Springen kann ich mit dem Huhn, okay. Hüpfe ich einfach nur dorthin. Das ist Bunny Hopping. Ob es schneller ist. Du kannst auch sprinten, aber das ist nicht schneller. Nee, das ist überhaupt nicht schneller. Du verlierst dann Stamina, aber es ist nicht schneller. Ja. So, der Herr mit dem Huhn ist da. Ich bin schon an der Abbiegung. Ich sehe dich gleich wieder einfach rumwuseln. Axttyp hier am Kloppen. Bitte? Hier ist sich einer mit so einem Axttyp hier am Kloppen. Wow, schafft er den? Nö, der versucht gerade abzuhauen. Dann kann man nämlich vielleicht looten. Wenn man stirbt, lässt man ja so einen Koffer fallen mit einem Item immer oder so. Ach, schade, der ist immer auf der Agro-Range abgehauen. Der hat ein Reit hier. Da ist gerade schon einer an mir vorbeigeritten. Ja, ja, ich sehe es gerade. Der ist bei uns an der Base jetzt. Ich komme mit einem Huhn. Ich habe Angst, dass mir das Huhn auf die Schulter scheißt. Wow. Ja, ich hoffe, ich kann das hier abstellen, ohne dass es abhaut, das Vieh. Ich laufe gerade komplett zurück bis an den Anfang. Der ist gerade uns zur Base am Looten, ne, der Typ. Dann hau den um. Kann ich nicht. Jetzt haut er ab, oder was? Check ich denn. Hol. Von der Party Hard Guild ist der. Scheint nett zu sein. Ich gucke jetzt mal in unser Lager, was da noch drin ist. Ein Item fehlt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er da geklaut hat. Mach mal auf. Habe ich? Das ein Item ist frei. Ja, das war Kupfererz. Nee. Aber nur eins. Nee, halt, das habe ich genommen, das Kupfererz. Er hat nichts geklaut. Stimmt, ich habe doch eben noch eine Schaufel gebaut. Alles gut, er hat nichts geklaut. Für die Leute Verdächtige. So, jetzt wollte ich doch mal gucken hier. Erde. Okay, die Frage ist, wie bekomme ich Wasser? Jetzt kann man irgendwie ein Glas oder eine Flasche herstellen. Hast du da mal was gesehen oder so? Bis jetzt noch nicht. Okay, ich habe mal eine Idee. Ich baue mal so einen Trog. Vielleicht ist da dann das Glas drin oder sowas. Keine Gegner in der Nähe. Ich platt. Muss man jetzt auf die Dinger komplett da drum rumpflanzen, ja. Na, das ist halt ausgelegt, dass du es doch mit mehreren spielst, so. Und daher macht schon Sinn, wenn das so frickelig ist, weil wenn du mit 20 Mann das spielst oder so, ist das wieder was ganz anderes halt. Ja, kannst du theoretisch 20 Dinge auf einmal platzieren. Ja, eben. Aber wenn du dich dann vorher exakt absprichst, was wohin muss, dass halt 5 Leute im Projekt oder so, dann steht das Ding in ein paar Minuten, wenn du genug Metz hast. Ja, eben. Ich hau mal noch so ein paar Sailors Corpses um, ne? Ja, mach das, mach das. Zinn, wir brauchen Zinn. Genau deshalb. Ich habe zwar noch ein bisschen was, also 31er Stack habe ich davon noch, aber haben wir ja nie genug haben von dem Zeug. Eben. Möchte ich auch noch eine Zinnhandachse haben. Ich sehe halt überhaupt nichts, ich muss das Fackel bauen hier. Ich habe auch keine Torches mehr. Jetzt bin ich wieder komplett hier zum Anfangsgebiet geratscht. Da war ich ja eben auch. Da gibt's halt diese Sailor Corpses. Ja, also da ist der Wolf. Brown Wolf Alpha. Hm.
Brown Wolf Toto. Ah, so ein Ding wollte ich bauen. Ein paar hohe Planken brauche ich dafür. So, schön, schön viel Schmalle. Eins. Zwei. War drei. Ja, das Sprinten ist wenigstens schön schnell. Ja, das stimmt. Oh lol, hier hat sich schon einer Mauern gezogen, ja. Die gehen ja ab, die Leute, ey. Oh lol, der hat ein Zinnschwert dabei gehabt. Ja, eben, habe ich eben auch gefunden. Nee, die Messer habe ich gefunden eben. 9 bis 11 Schaden. Wow. Hühnerfutter kann ich hier bauen, aus Heu und Weizen, aber nicht das, was ich dachte. Schade. Verdammt, wie machen wir denn dann das? Boah, wir haben eine neue Waffe immer. Wie kriegt man denn Wasser? Kann ich das vielleicht einfach so aufsammeln, das Wasser? Nee. Irgendein Behälter für Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll.